Hallo ihr lieben Strickmäuse, in diesem Video möchte ich euch dieses schöne Mustertuch zeigen im Regenbogen-Style aus weicher Merino-Wolle gestrickt mit vielen rechten Maschen, wirklich einfach zu erstellen und auf eure Wünsche kreativ leicht anzupassen. Die Muster sind abgegrenzt durch Lochmusterreihen und so kann man Muster wählen, wie man möchte. Ich zeige euch aber diese Muster auch, die ich hier verwendet habe. Die Wolle lässt sich schön tragen, ganz toll verstricken. Ich habe schon mehrere Projekte damit gemacht. Alle Videos hierzu findet ihr auf meinem Kanal. Die Wolle ist super schön weich und der Farbverlauf spricht für sich. Schaut es euch an, der ist einfach nur grandios. Ein weiterer Vorteil, wie ich finde, ist, dass dieser Bobble mit der gleichen Farbe startet, wie sie auch endet. Das hat für die Gestaltung echte Vorteile. Das Tuch habe ich von links nach rechts gestrickt. An der unteren Seite sind die Zunahmen und später dort auch die Abnahmen. Die Wolle heißt Nova und ist 100% Merino-Wolle. Ich habe sie mit 3,5 verstrickt und habe hier am Start mit doppelten Faden 5 Maschen aufgenommen. Das müsst ihr aber nicht. Man kann ebenfalls mit einem Faden die Maschen aufnehmen. Ich habe den Kreuzanschlag verwendet, aber auch das obliegt euch, wie ihr den Start machen möchtet. Diese erste Masche hebe ich wie zum Linksstricken nur ab und nehme dann den Faden nach hinten, damit es einen schönen Kordelrand an der Seite ergibt. Vorerst werden für die Randmaschen nur rechte Maschen verwendet. Die letzten 5 Maschen und auch die ersten 5 Maschen werde ich mit rechten Maschen als Rand versehen. Und somit werden hier an der Spitze vorerst alle Maschen nur rechts gestrickt und es werden mittels KFB, also vorne einstechen und hinten einstechen in eine Masche, dort werden sie verdoppelt und damit wird es dann Stück für Stück breiter und ich teile die KFBs unterschiedlich ein, sodass sie möglichst unauffällig sind in den Spitzen. Die Rückreihe hier auch nur einfach rechts abstricken alles. Die ersten Maschen werden wie gesagt immer nur abgehoben, wie zum Linksstricken mit Faden vor der Arbeit. Dann den Faden nach hinten und dann weiter rechts stricken. Hier verdopple ich schon die dritte Masche mit einem KFB. Ihr könnt aber auch die vierte verwenden. Wichtig ist, dass man das so ein bisschen aufteilt und in jeder zweiten Reihe eine Masche dazu nimmt. Also immer auf der Hinreihe ein KFB verstecken, möglichst in der Mitte. Bis wir dann mindestens die 11 Maschen haben, wird das so vollzogen. Also die Rückreihen immer nur ganz normal rechts durchstricken. Am Anfang immer nur links abheben die Masche. Dann alle Maschen rechts stricken und in der Mitte ein KFB einpflegen. Also indem man vorne einsticht und hinten einsticht, doppelt man diese Masche und nimmt sozusagen in der Reihe eine Masche dazu. Dann wieder wenden, die Rückreihe ganz normal rechts abstricken, erste Masche abheben, dann den Faden nach hinten und dann wie gesagt alle Maschen rechts stricken. Auf der Hinreihe wieder abheben, rechts stricken, dann ein KFB einpflegen lassen, hier in der Mitte die fünfte Masche verdoppelt, die letzten 4 noch rechts abstricken, auf der Rückreihe wieder alle Maschen rechts stricken, bis auf die Randmasche, die wird immer nur abgehoben. Nun wieder wenden auf die Vorderreihe, erste Masche wie zum Linksstricken abheben, Faden nach hinten, dann die Maschen rechts stricken. Die fünfte Masche hier wird ein KFB und die letzten 5 Maschen rechts abstricken. Jetzt haben wir 11 Maschen auf der Nadel. Wir wenden. Und nun stricken wir die ersten 5 Maschen als Randmaschen rechts ab.
Und nun kommt die Mitte, also wir wollen 5 Maschen links und rechts, rechts haben. Und in der Mitte soll sie dann auf der anderen Seite ja im rechten Muster erscheinen. Also müssen wir diese Masche links stricken. Also die in der Mitte, die Masche links und jetzt wieder 5 Randmaschen rechts abstricken. Das ist jetzt die Spitze von dem Innenmuster. Also immer 5 Randmaschen, die erste wird abgehoben. Dann die zweite rechts stricken, die dritte rechts stricken, die vierte rechts stricken, die fünfte wird ein KFB. Also vorne einstechen und hinten einstechen, also 2-mal abstricken die Masche und schon hat man sie verdoppelt. Nun haben wir 12 Maschen insgesamt auf der Nadel. Alle werden rechts gestrickt, weil das erste Muster wähle ich nur im rechten Muster auf der Vorderseite, auf der Rückseite dann links. Erste Masche abheben, dann die Randmaschen rechts stricken, also 5 müssen insgesamt dann auf der rechten Nadel sein. Dann startet das Muster, also links auf der Rückseite, mittlerweile 2 Maschen, also 2 links, dann wieder 5 rechte Randmaschen für den Krausrand. Dann wieder wenden auf die Vorderseite, hier wieder die erste Masche wie zum Linksstricken abheben, Faden vor der Arbeit, dann nach hinten, zweite rechts, dritte rechts, vierte rechts, die fünfte Masche wird verdoppelt und der Rest wird komplett rechts gestrickt. Nun wieder wenden auf die Rückseite. Erste Masche abheben, die Randmaschen rechts stricken, sodass insgesamt 5 auf der Nadel sind rechts. Dann wird die Mitte wieder links gestrickt. Das sind jetzt 3 Maschen. Und die restlichen 5 Randmaschen werden rechts abgestrickt. Die Vorderseite wieder abheben, die erste Masche, dann wieder rechte Randmaschen, die fünfte Masche wird ein KFB, vorne und hinten einstechen in dieselbe Masche und dann alles wieder rechts abstricken. Und auf der Rückseite wieder abheben, die Randmaschen rechts stricken, dass es insgesamt immer 5 Maschen sind. Die mittleren jetzt bei diesem Muster einfach nur links stricken und die restlichen 5 Maschen rechts. Dann wieder wenden. So schaut das Ganze jetzt aus. Für den schönen Rand wieder abheben, dann die Randmaschen rechts. Die fünfte wird ein KFB. Und wieder alles rechts abstricken. Wieder wenden. So geht es jetzt immer weiter. Ich zeige es hier noch einmal und dann geht es gleich los mit den Mustern. Also erste Masche abheben, dann die rechten Randmaschen, die fünfte Masche wird ein KFB, die mittleren Maschen im Muster, hier in diesem Falle rechts und die Randmaschen ebenfalls rechts. Auf der Rückreihe wieder die Randmaschen rechts, die mittleren Maschen links bzw. dem Muster, wie ihr es vielleicht haben möchtet, angepasst. Und die Randmaschen dann wieder rechts. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Man erkennt jetzt schon deutlich den Zipfel, also das Dreieck. In der Mitte erschließt sich dann das Muster hier bei mir glatt rechts. Das Tuch erhält umlaufend eine schöne Kante mittels Kordelrand aus rechten Maschen durch das Abheben der ersten Maschen bedingt.
Wichtig ist, dass ihr in jeder zweiten Reihe eine Masche zunehmt. Ich habe mich für die Hinreihe entschieden, und zwar für den inneren Rand der Randmaschen, des krausen Randmusters, und habe ein KFB gewählt. Nachdem das Innenmuster 25 Maschen breit war, also das rechte Maschenmuster, habe ich links an dieser Seite mit dem Lochmuster begonnen und dann oberhalb mit dem Querrippenmuster, was aus drei Rechtsreihen besteht und einer linken. Das Muster habe ich 22 Maschen breit gemacht. Ihr könnt da aber auch gerne variieren, so wie es euch gefällt. Ich befinde mich nun hier auf der Hinreihe, stricke die ersten 5 Randmaschen, die 5. wird ein KFB, dann startet das rechte Muster, also die 25 Maschen rechts, bis zum ersten Lochmuster. Das Lochmuster, da werden die 2 Maschen vor dem Loch rechts zusammengestrickt, dann folgt ein Umschlag und dann startet das nächste Muster hier, in diesem Falle wieder nur rechts. Und am Ende des Musters folgt dann wieder ein neues Loch. Die linke Masche hier neben den Randmaschen bleibt rechts. Das heißt, wir starten 3 Maschen vor den Randmaschen mit 2 Zusammenstricken, einen Umschlag und dann nochmal eine rechte Masche für diese Kante und dann wieder die 5 rechten Randmaschen. So sieht das jetzt aus. Hier die 5 Randmaschen, dort das erste Loch und diese Kante hier habe ich immer mit rechten Maschen. Deswegen wird die 6. Masche auf der Rückreihe grundsätzlich links gestrickt. Das müsst ihr aber nicht so machen, ich finde es nur einfach schöner und sauberer. So, jetzt die 5 rechten Randmaschen. Nun folgt die besagte linke Masche für die vordere Kante. Die habe ich links gestrickt. Und nun Lochmuster grundsätzlich links abstricken, den Umschlag. Und dann folgen immer die jeweiligen Muster. Dort muss man manchmal schauen, was die Vorderseite so macht. Hier in diesem Fall kommt jetzt nämlich eine rechte Reihe statt einer linken. Also wieder nur rechts rüber stricken bis zum nächsten Loch. Der Umschlag von dem Lochmuster wird grundsätzlich links gestrickt und auch das erste Muster rechts wird von hinten natürlich links gestrickt, damit es vorne rechts erscheint. Nun wieder auf der Hinreihe, die erste Masche abheben, dann die Randmaschen rechts, die 5. Masche wird ein KFB zur Zunahme niemals vergessen, dann das erste Muster ist nur rechts, dann wieder das Lochmuster, die ersten 2 vorm Loch rechts zusammenstricken, dann wieder ein Umschlag und dann das nächste Muster auch hier wieder nur rechts stricken. Jetzt folgt wieder das Lochmuster, die 2 Maschen rechts zusammenstricken und ein Umschlag. Das gehört immer zusammen, damit sich die Maschen weder vermehren noch verringern. Und hier die 6 letzte Masche für die Kante rechts stricken. Und die letzten 5 Randmaschen ebenfalls rechts, bevor gewendet wird. So sieht das Ganze jetzt aus. Also wir haben eine neue Lochmusterreihe gestartet. Und da kann man sich jetzt links aussuchen, welches Muster man dort reinnimmt. Die Rückreihen wieder die Randmaschen rechts stricken. Die 6. Masche grundsätzlich, oder ich habe sie zumindest links gestrickt. Dann alle Maschen links abstricken. Und nun auf der Hinreihe wieder die ersten 5 Maschen rechts. Die 5. wird ein KFB. Dann das rechte Maschenmuster rechts. Beim Lochmuster 2 zusammenstricken, ein Umschlag. Und dann wieder rechts stricken bis zum nächsten Loch. Dort wieder 2 Maschen rechts zusammenstricken. Das ergibt dann auch eine Kante nach rechts neigend, dann ein Umschlag und das nächste Muster. Hier wähle ich schon eine linke Masche und die letzten 6 Maschen wie immer rechts abstricken. Nun nochmal eine Rückreihe, die erste Masche wie zum Linksstricken abheben, die Randmaschen rechts stricken, die 6. Masche grundsätzlich links,
Dann folgt das Muster eurer Wahl. Mein Muster wird links gestrickt im hinteren Bereich. Durch das Lochmuster hinweg, dann nach vorne schauen, da sieht man, es folgt wieder eine rechte Reihe, also diese ganze Reihe rechts bis zum nächsten Lochmuster. Das Lochmuster wieder links stricken, also den Umschlag links und auch die Folgemasche links. Und das nächste Muster muss auch von hinten links gestrickt werden und die Randmaschen wieder alle rechts stricken, 5 an der Zahl. Dann wieder wenden auf die Vorderseite. Erste Masche wie zum Linksstricken abheben. Dann Faden durch die Mitte nach hinten. Die Randmaschen rechts. Die fünfte Masche ein KFB. Dann folgt das rechte Muster. 25 Maschen hier in diesem Falle. Dann zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag. Dann das nächste Muster. Bei mir ebenfalls wieder rechts. Dann wieder ein Lochmuster, zwei rechts zusammen, ein Umschlag, dann das nächste Muster. Hier habe ich auf der Vorderseite rechte Maschen, das Muster erschließt sich gleich. Hier bin ich schon mit einer linken Masche gestartet, also ein links, ein rechts und alle vier Reihen wiederholt sich das. So schaut das jetzt aus. Ich stricke jetzt erstmal eine Runde weiter. Das zieht sich alles nach rechts rüber. Jeweils die Lochmuster gehen nach rechts rüber und bilden dann das Dreieck. Und zwischen den Reihen sind immer die verschiedenen Muster. So, hier zeige ich euch das jetzt mal hier, die Spitze, die wir zusammengestrickt haben. Dann läuft das in das Querrippenmuster. Das rechte Maschenmuster 25 Maschen breit, das Querrippenmuster habe ich mit 22 gewählt. Dann wieder 25 Maschen breit und das immer im Wechsel, aber das könnt ihr ja eben machen, auch wie ihr möchtet. Also links hier nun das rechte Maschenbild, dann Querrippenmuster aus drei Rechtsreihen und einer links. Als nächstes habe ich ein Muster gewählt, ein rechts, ein links im Wechsel, allerdings nur alle vier Reihen. Das nächste Muster, das sieht aus wie ein Pommesmuster. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich habe einfach drei rechts, drei links im Versatz alle vier Reihen gestrickt. Und das letzte Muster ist drei rechts, ein links und das im Versatz alle vier Reihen. Das habe ich auch schon bei dem Tuch Inseltraum verwendet. Das Video findet ihr hier ebenfalls auf meinem Kanal. Schaut euch das gerne an. Es lohnt sich, denn es ist ebenfalls ein sehr, sehr schönes Tuch, was man auch kreativ anpassen kann auf eure Musterwünsche. So, hier geht es nun weiter. Jetzt zeige ich jedes einzelne Muster nochmal. Wir befinden uns nämlich jetzt hier in der Mitte und nun müssen die Lochmuster in die entgegengesetzte Richtung wieder zurückführen. Genauso müssen Maschen abgenommen werden. Wichtig ist, dass ihr euren Bobbel zwischendurch mal wiegt und nicht mehr als die Hälfte verstrickt habt, damit es dann nachher auch am Ende passt. Vorerst einmal noch die Rückreihe, die erste Masche wie zum Linksstricken abheben, die Randmaschen rechts, die sechste Masche wird links gestrickt, dann je nach Muster, hier in diesem Falle bei mir, wird auf der Rückreihe links gestrickt, im Bereich des Lochmusters grundsätzlich links auf der Rückreihe, dann wieder schauen auf der Vorderseite, was dort gestrickt werden muss. Hier habe ich dieses Pommesmuster, habe ich es mal genannt. Dort müssen rechte Maschen gestrickt werden auf der Rückreihe und zwar immer über den zweiten darüber. Also alle acht Reihen habe ich dann rechte Maschen, also drei rechts, drei links auf der Rückreihe zu stricken. Hierfür muss ich genau den Start ermitteln. Also eine Masche noch links, dann drei rechts. Wieder drei links, drei rechts, drei links und so weiter. Und auf der Hinreihe wird das Muster grundsätzlich rechts gestrickt.
Man strickt das Muster also ran bis zum Loch. Dann wird das Lochmuster wieder links gestrickt. Auch die Folgemasche neben dem Umschlag wird links gestrickt. Und nun schaut es so aus von vorne. Dann folgt das Muster, wo ich eine rechts, eine links auf der Vorderseite stricke, alle vier Reihen. Auf der Rückreihe wird die Reihe grundsätzlich links gestrickt, also bis zum nächsten Lochmuster links stricken. Dann folgt das nächste Muster, das ist das Querrippenmuster. Hier einmal auf die Vorderseite schauen, jetzt ist wieder eine rechte Reihe dran. Also diese ganze Reihe rechts stricken bis zum nächsten Loch. Und der Rest wird dann links gestrickt und die Randmaschen rechts. Nun befinden wir uns in der Mitte des Tuchs. Wichtig, der Bobbel sollte mindestens noch die Hälfte von dem Ursprungsgewicht haben. Nun starten wir das Lochmuster in die andere Richtung. Also es vollzieht sich jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung. Ich zeige jetzt noch mal ganz langsam, wie die Vorderseite gestrickt wird. Also nach den 5 rechten Randmaschen wird die 6. abgehoben. Die 7. Masche rechts gestrickt und die abgehobene drüber gezogen. Dann folgt das rechte Muster bis kurz vor dem Loch. Dort wird nun die 2. Masche vor dem Loch rechts gestrickt, dann ein Umschlag. Die nächste Masche wird rechts abgehoben, dann rechts gestrickt und die abgehobene drüber gezogen. So vollzieht sich die Naht wieder in die andere Richtung. Genauso wie hier unten, diese gleiche Naht findet da oben statt und auch bei den anderen Mustern überall hier werden diese Nähte dann links nach oben verlaufen. Das Muster wieder rechts bis zum nächsten Loch. Hier nun vor der letzten Masche des Lochs ein Umschlag. Dann die nächste Masche rechts abheben. Dann rechts stricken und die abgehobene drüber ziehen. Auch da verläuft die Kante um die Ecke. Und nun folgt das nächste Muster. Das habe ich ein rechts, ein links, alle vier Reihen. Jetzt bin ich wieder auf der Vorderseite, wo ein rechts, ein links gestrickt werden muss. Und hier schaue ich genau, wo die linken Reihen sind, dort. Und dann sehe ich, wo ich anfangen muss, nämlich eine zuvor schon, mit einer Masche links. Dann rechts, links, rechts, links, immer im Wechsel. Und auf der Rückreihe wird dieses Muster grundsätzlich links gestrickt. Nun beim nächsten Loch angekommen, dort wo die Naht dran hängt, vorher ein Umschlag, dann rechts abheben, die nächste rechts und die abgehobene drüber ziehen. Dann folgt das nächste Muster. Das ist dieses Pommesmuster, wie ich es genannt habe. Das wird auf der Vorderseite grundsätzlich rechts gestrickt. Hier wieder beim nächsten Loch angekommen. Ich zeige es größer und langsam. Ein Umschlag, die nächste Masche rechts abheben, dann eine rechts und die abgehobene drüber ziehen. Und dann wieder im nächsten Muster. Hier in diesem Falle habe ich 3 rechts, ein links gewählt. Hier achte ich drauf, wo die linken Maschen sind, dass die versetzt bzw. genau übereinander liegen, je nach Muster, wie ihr es wünscht. 3 rechts, ein links. Im Versatz habe ich gewählt. Am Ende folgen dann noch die 6 rechten Maschen, bevor gewendet wird. So, nun starten wir wieder mit einer Rückreihe. Die Randmasche wird wieder links abgehoben. Die Randmaschen rechts gestrickt. Die 6. Masche habe ich grundsätzlich links gestrickt. Das erste Muster auf der Rückreihe ist bei mir grundsätzlich links zu stricken.
inklusive des Lochs beim nächsten Muster habe ich das Muster gewählt, passend zu dem Querrippenmuster. Also immer wenn ich im Querrippenmuster auf der Rückreihe rechts stricken musste, habe ich auch auf dieser, bei diesem Muster auf der Rückreihe rechts zu stricken. So konnte ich mir es besser merken. Also ich habe das dann angepasst zu diesen zwei Mustern. Also hier jetzt drei rechts, drei links im Wechsel, passend zur Vorderseite. Und auf der Hinreihe wird das Muster sowieso rechts gestrickt. Nochmal kontrollieren, ob es genau passt, also übereinander liegt genau, weil dort die Versätze ziemlich hoch sind, also 8 Reihen, also 4 Reihen im Versatz, so dass das immer nach 8 Reihen quasi sich erst wiederholt. Also 3 rechts, 3 links im Wechsel bis zum nächsten Loch. Das Loch wird ja wie immer grundsätzlich auf der Rückreihe links gestrickt. Das nächste Muster, ein rechts, ein links, alle 4 Reihen, wird in der Rückreihe grundsätzlich links gestrickt. Da braucht man also auch nicht überlegen. Hier wird immer links gestrickt. Dann kommt das Querrippenmuster nach dem nächsten Loch. Und dort müssen wir jetzt, weil wir auch bei dem Pommesmuster rechts gestrickt haben, auch hier jetzt rechts stricken die Reihe. Also das Loch noch links. Und dann vorne gucken noch einmal, da sieht man schon, es ist wieder dran. Diese Reihe wird rechts gestrickt. Das Loch wieder links stricken. Und dann folgt das rechte Muster und auch das wird einfach ja nur links gestrickt auf der Rückreihe. Und die letzten 5 Randmaschen werden rechts abgestrickt. Dann wenden. Und ich starte nochmal mit euch eine Hinreihe wegen der Muster. Erste Masche abheben. Die Randmaschen rechts. Die 6. Masche wird rechts abgehoben, die 7. rechts gestrickt und die abgehobene rechts rüber gezogen. Das erste Muster rechts bis zum Loch. Die Masche vor der Naht wird rechts abgestrickt. Dann folgt ein Umschlag und die Masche, wo die Naht dranhängt, wird rechts abgehoben, die nächste rechts gestrickt und die abgehobene drüber gezogen. So verläuft die Naht jetzt links hoch und rechts sind die Löcher. Dann das Querrippenmuster wird auf der Hinreihe ja grundsätzlich rechts gestrickt. Nun folgt das nächste Loch. Hier auch wieder die Masche vor der Naht rechts abstricken, dann die vor der Naht ein Umschlag, die Masche, wo die Naht dranhängt, rechts abheben, dann eine rechts und die abgehobene drüber ziehen. Dann das nächste Muster, hier in diesem Fall nur rechts. So sieht das jetzt aus. Man sieht, wie die Naht sich jetzt dort überkreuzt und dann nach links verläuft und die Löcher auf der anderen Seite sich befinden. Jetzt noch einmal zum nächsten Loch. Auch hier zeige ich es euch nochmal dicht und langsam. Also vor dieser Naht folgt ein Umschlag. Die Masche mit der Naht dranhängend rechts abheben, die nächste rechts und die abgehobene drüber ziehen. Dann das nächste Muster. Hier bei mir wieder nur rechts. Und nun nochmal am nächsten Loch vor der Naht ein Umschlag,
dann die Masche mit der Naht rechts abheben, die nächste rechts und die abgehobene drüber ziehen und dann geht es ins nächste Muster. Für mich ist das 3 rechts, 1 links. Hier muss man schauen, wo die anderen Maschen liegen. Hier sieht man die linke Masche vor 4 Reihen, also dort muss wieder eine linke Masche hin. Und dann wieder 3 Maschen rechts, eine Masche links, 3 rechts, eine Masche links, 3 rechts und immer so im Wechsel auf der Rückreihe wird dieses Muster nur links gestrickt. Dann noch die letzten 6 Maschen rechts abstricken. Und so schaut es jetzt aus. Nun nochmal eine Rückreihe zur Verfestigung der Muster. Die erste Masche abheben, die Randmaschen rechts. Die 6. Masche habe ich grundsätzlich links gestrickt. Das erste Muster ist grundsätzlich links in der Rückreihe. Das Lochmuster wird auf der Rückreihe grundsätzlich ja links gestrickt und das zweite Muster hat bei jeder zweiten Rückreihe die Möglichkeit, mal rechts zu stricken. Hier jetzt in diesem Falle wird es links gestrickt. Falls das für euch schwer nachvollziehbar ist, ich habe die Muster alle nochmal in der Infobox genauestens beschrieben, sodass die Muster für euch nachstrickbar sind oder ihr verwendet einfach eure eigenen Muster. Ich denke, das Prinzip sollte klar sein. Die Muster erstrecken sich jeweils von Loch zu Lochmuster. Dabei könnt ihr eure eigenen Muster verwenden. Seid kreativ. Ich bin ein Freund von rechten Maschen. Aber in erster Linie finde ich, sollten die Muster auch schön zu dem Strickstück passen. Wichtig ist, dass ihr die Lochmuster immer fortlaufend ansetzt, so dass es dort keine Fehler ergibt und die Muster erstrecken sich automatisch zwischen den Lochmustern. Ich habe hier bei diesem Tuch 5 verschiedene Muster gewählt und bin mit 25 Maschen im ersten Muster gestartet und habe dann im Wechsel 22 Maschen und 25 Maschen im Wechsel gewählt. Aber das könnt ihr wählen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch mehrere Muster wählen, wie ihr wünscht. Nun wird das Tuch so fortgeführt und bis zur anderen Seite dieser Spitze. Das Tuch ist nun fast fertig. Ich zeige noch mal ganz langsam die Muster. Das erste Muster glatt rechts, das zweite Querrippenmuster. Dann kommt ein rechts, ein links, alle 4 Reihen. Dann kommt das Muster 3 rechts, 3 links im Versatz. Und ganz am Ende 3 rechts, 1 links, ebenfalls im Versatz auf den Rückreihen links gestrickt. Nun zeige ich euch noch die andere Seite der Spitze, damit die genauso aussieht wie der Start. Hier nun also am Schluss in der Rückreihe befindend die ersten Randmaschen wieder rechts, die mittleren Maschen links und die Randmaschen wieder rechts, dann wieder wenden, die erste Masche wieder abheben, die Randmaschen rechts, die 6. Masche wie zum Rechtsstricken abheben, die 7. stricken, die abgehobene drüber ziehen, dann noch eine Masche rechts und der Rest der Randmaschen ebenfalls rechts abstricken. Dann wenden, die erste Masche wieder wie zum Linksstricken abheben, Faden vor der Arbeit, die Randmaschen rechts, die 6. Masche wird wieder links gestrickt, die nächste ebenfalls links und die Randmaschen, die 5, wieder rechts. Dann wieder wenden auf die Hinreihe.
die erste Masche links abheben, die Randmaschen rechts stricken, die mittlere Masche rechts abheben, die nächste rechts und die abgehobene drüber ziehen und die Randmaschen 5 an der Zahl rechts abstricken, wenden, die erste Masche links abheben, dann der Faden nach hinten, die Randmaschen rechts stricken und nun haben wir noch eine linke Masche in der Mitte, die restlichen 5 Randmaschen wieder rechts stricken, dann wenden, die erste Masche wieder abheben, die nächsten rechts stricken und nun nicht mehr die Masche, wo die Naht dran hängt, abheben, sondern ganz normal rechts abstricken und dann die Folgemaschen rechts zusammenstricken zur Reduzierung und die letzten 3 Maschen rechts stricken. Dann wenden, die erste Masche wieder wie zum Linksstricken abheben, dann alle Maschen rechts stricken auf der Rückreihe, dann wieder wenden, die erste Masche links abheben mit Faden vor der Arbeit, dann den Faden nach hinten, die nächsten Maschen rechts stricken, die 4. und 5. Masche rechts zusammenstricken und die restlichen Maschen rechts abstricken. Dann wieder wenden und auf der Rückreihe alle Maschen einfach nur rechts abstricken. Dann wird wieder gewendet. Die erste Masche wird wie zum Linksstricken abgehoben, dann 3 weitere Maschen rechts stricken und die 4. und 5. Masche rechts zusammenstricken. Und die restlichen ebenfalls rechts abstricken. Dann die Rückreihe wieder komplett nur rechts stricken. Nun wieder wenden. Die erste Masche wieder abheben. Dann wieder rechts stricken. Die nächsten rechts zusammenstricken. Die restlichen 2 rechts. Dann wieder wenden, die Rückreihe wird wieder komplett rechts zurückgestrickt und auf der Hinreihe nun die erste Masche wieder abheben, dann rechts stricken, die 2. und 3. Masche rechts zusammenstricken, der Rest wieder rechts. Nach dem Wenden wieder die erste Masche abheben, dann die Maschen alle rechts abstricken, wieder wenden und nun hier die letzte Reihe abheben, dann rechts stricken, zwei rechts zusammen, nochmal eine rechts. Nun haben wir 5 Maschen auf der Nadel und nun wird abgekettet auf der Rückreihe. Hierfür nehme ich jetzt wieder einen doppelten Faden, damit es so ist wie am Start, indem ich den nur umschlage und doppelt nehme. Und nun kette ich die restlichen 5 Maschen rechts ab. Die erste Masche hebe ich dafür nur ab, die zweite stricke ich rechts, dann die abgehobene drüber ziehen, die nächste Masche wieder rechts mit dem doppelten Faden hier in diesem Falle und ganz normal abketten die letzten 5 Maschen. Und dann wird der Faden durchgezogen. Und vernäht. Nun ist die Spitze hier fertig, hat auch diesen kleinen dickeren Knubbelrand wie auf der anderen Seite,
So sind sie genau identisch. Und nun ist das Tuch fertig. Mir gefällt es sehr gut. Wie gefällt es euch? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Am besten lasst mir gleich ein Like und ein Abo da. Das wird mir sehr helfen und ich würde mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!